Wenn einer eine Reise tut, dann hat er was zu erzählen. Und genau das möchten wir tun. Wir möchten reisen zusammen mit Ihnen und wir möchten erzählen. Und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur ersten Ausgabe von Arosa Momente. Mein Name ist Dana Taubert und ich freue mich, Sie durch diese erste Ausgabe führen zu dürfen und jetzt erstmalig an Bord eines echten Flusskreuzfahrtschiffes steigen zu können. Das ist unser Schiff, die Arosa Viva. Am Sonntag hat sie in Köln abgelegt, gestern war sie in Mainz und heute hat sie hier Haltestopp gemacht in Speyer. Los geht es, unser Kurs heißt Feinschmecker, Rhein und Mosel, alles rund um Genuss und Kulinarik. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier bei der Arosa Viva. Nach dieser charmanten Begrüßung habe ich ja bereits meine Kabine, mein Wohlfühlparadies, schon in Beschlag genommen und ich habe auch schon erste Verabredungen getroffen. Bis dahin ist aber noch ein wenig Zeit. Schauen wir uns doch so lange einfach an, was Arosa uns so alles zu bieten hat. Eine große Spezialität von Arosa sind die Themenreisen, darunter auch welche mit dem Schwerpunkt Kulinarik. Herr Edelmann, Sie sind Produktmanager für die Küche bei Arosa. Was ist das Besondere an diesen Themen? Nun, wir kommen ja eigentlich von Buffet-Restaurants bei Arosa. Und an diesen speziellen Reisen haben wir drei Gastköche an Bord und servieren hier, jeder Gastkoch serviert sein eigenes Menü auf dem Schiff hier für die Gäste in diesem Abend. Das heißt, alle bleiben sitzen, es gibt spezielle Weinempfehlungen dafür und wir führen die Reise im nächsten Jahr vor. Es gibt drei im Jahr normalerweise und es ist ein großer Erfolg momentan. Kulinarische Hochgenüsse an jedem einzelnen Tag dieser Reise. Denn gerade wenn es um Hochgenuss geht, setzt Arosa gern auf Superlative. Und das bedeutet, dass an jedem Abend eine andere, echte Größe der deutschen Restaurantlandschaft ein exklusives Feinschmeckermenü zubereiten wird. Und das wiederum wird dafür sorgen, dass Sie das Wort lecker erst einmal vollkommen neu definieren müssen. An diesem Abend wird Herr Oliver Heberlein dafür zuständig sein. Herr Heberlein, Sie sind ja, wenn Sie nicht gerade auf einem Arosa-Flusskreuzfahrtschiff unterwegs sind, sind Sie ja eigentlich Chef de Cuisine im Kempinski-Hotel in Frankfurt. Ja. Was führt Sie auf dieses Boot? Sicherlich, um das Haus auch mal zu präsentieren nach draußen. Gibt es ja viele Gourmet-Festivals und Veranstaltungen, wo man eben auch mal auswärts kocht und natürlich auch ein Stück weit Spaß dabei. Ja? Einfach mal mit netten Kollegen hier ein Menü außerhalb zu kochen, ist natürlich immer auch eine nette Geschichte, ja, die einfach Spaß macht.
Wir sind am Ende unserer kleinen Reise. Sie haben Appetit bekommen auf den Kurs Feinschmecker Rhein-Mosel. Dann nutzen Sie doch die Arosa Frühbucher-Emission noch bis Januar 2012. Weitere Informationen dazu erhalten Sie selbstverständlich auch in Ihrem Reisebüro oder unter www.a-rosa.de. Auch wir können uns wiedersehen, so Sie mögen, dann in einer weiteren Ausgabe von Arosa Momente. Wir besuchen dann die Rostocker Neptunwerft in Warnemünde und werfen einen exklusiven Blick hinter die Kulissen beim Bau unseres neuen Schiffes, der Arosa Silva. Bis dahin, ahoi!